Aloha und weiter im Text mit Jack und Dexter. Ich habe endlich herausgefunden, wie man da hochkommt und ich versau es natürlich gleich am Anfang wieder. War doch klar. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Natürlich war das klar. So, wir wollen darüber. Yay. Und das Ganze nochmal. Yay. Jetzt habe ich alle Orbs im Sanddorf gefunden. Und eine Spähfliege dazu. Das war die sechste. Eine fehlt mir also noch. Hallo. Hier wächst das Orakel auf. Wartet. Einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Bringt mir 120 Precursor-Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Okay, habe Für ich. eure Gabe erhaltet ihr eine weitere Energiezelle. Yeah. Und einer habe ich noch. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Hier ist eine Energiezelle. Dankeschön. Jetzt fehlt mir nur noch eine einzige Spähfliege. Das muss eins von den Precursor-Orakeln sein, von denen der Weise dauernd erzählt. Hoffentlich sind die nicht genauso hässlich wie er. Kann es sein, dass der Kommentar gerade ein bisschen zu spät kam? Bin mir nicht so sicher. Hier gibt es irgendwo noch eine Spähfliege und ich weiß nicht wo. Ja, muss die Ernte einbringen. Hab so viel zu tun. Keine Sorge, Leute, das wird alles noch. Huch, was war denn jetzt? Hä? Stellen diese Vögel Beine? Wo fällst denn du da? Hä? Seltsam. Das habe ich ja noch nie erlebt. Das war mehr als seltsam. Hier habe ich mich noch gar nicht wirklich umgesehen, als ich das Spiel angefangen habe. Vielleicht ist ja hier die letzte Spähfliege versteckt. Hi. Da ist eine unsichtbare Wand. Hoch da. Da ist der Weise. Okay, mehr gibt's hier gar nicht. Gut zu wissen. Schauen wir uns aber trotzdem mal nochmal in seinem Haus um. Mit wem soll ich denn hier sprechen? Ach da! Hi! Was macht ihr denn hier? Ihr sollt Energiezellen sammeln. Hab ich. Lasst mich in Frieden, bis ihr genug habt. Entschuldige. Ich war seinem Onkel nie das Wasser reichen können. Ja, laber nicht. Es ist nicht nett, was du da machst. Du kannst zu... Lass dich nicht mit mir reden. Ja, hier war das kaputte Boot. Obwohl ich mir ja immer nicht sicher bin, wo der Wächterstrand anfängt und wo das Sanddorf aufhört. Ich will doch einfach nur eine Spähfliege. Aber hey, so können wir uns das Sanddorf noch einmal ausgiebig anschauen. Haben wir ja noch nie getan. Wir waren hier ja auch noch nie. Quark. Dö. Hi.
Nix, nirgendwo. Und du? Da ist sie! Meine! Yay! So, was... Jetzt geht's nochmal zum Wächterstrand. Da war ich ja noch nicht fertig. Okay. Und wenn ich da fertig bin, geht's weiter. Das ist dumm, was ich gerade tue. Weil ich nicht zum Wächterstrand laufe. Hey, es ist dunkel hier im Spiel. Es ist Nacht. Das heißt, ich darf ein bisschen verplant sein. Wenn nur ich mir das erlaube. Mein Bäuchlein redet. Ich habe Hunger. So. Auf geht's. Ich sagte, auf geht's. Yeah. Alles meins. Yeah. Bringt mir das irgendwas, wenn ich jetzt hier... Nee. Ein Moment. Was muss ich denn noch machen? Hol dir die Energiezelle vom Pelikan. Und dann ist noch eine, die gar nicht angezeigt wird. Oh, übersehen. Und ich habe hier auch, glaube ich, noch nicht alle Orbs. Aber hier ist wieder die schöne Musik. Ich mag die Musik am Wächterstrand. Ach ja, hier waren die Hunde. Hallo. So, da vorne muss ich hoch, irgendwie. Nur wie? Nur, ah, da ist ja der Pelikan. Oh, hier sind Orbs. Dir geht's gut, Dexter, ja? Das ist schön, Dexter. Ja, die Steuerung beim Tauchen ist ein bisschen sehr schwammig. Ich, jetzt. Ich habe mich hier ja nicht zu tauchen getraut oder zu schwimmen, weil ich ja Angst hatte, dass hier ein Lurkerhai sein Unwesen treibt. Wenn ich zu weit rausschwimme, wird das bestimmt auch passieren, dass er mich findet und frisst. Aber hier in der Lagune... Wow, hier sind ja immer noch Orbs. Scheint ja nichts zu sein. Okay. Da vorne sind auch Orbs. Ja, ihr erlebt live mit, wie Sharon Vineyard dieses Spiel entdeckt. So. Das waren aber auch noch nicht alle. Dankeschön. Schnell! Wir müssen die Energiezelle kriegen, bevor der Pelikan sie wieder erwischt. Er wird sie vor mir erwischen, definitiv. Jo. Ich will sie aber haben. Nein! Das war so knapp. Wie soll ich denn da rüberkommen? Soll ich diesen Weitsprung machen? Das geht aber nicht, er ist viel zu weit weg. Oder? Probieren wir aus. Probieren wir einfach aus. Nee, du sollst nicht tauchen. Und dann brauche ich noch blaues Echo. Das da vorne zum Beispiel. Muss hier hin und muss an dieses Ding da. So. Einmal ausspucken, bitte. Oh nein! Nein! Okay. Mache ich später.
Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn da rankommen? Da ist eine Eco-Quelle. Yay! Yay! Und nochmal aufladen. Und yay! Hi! Eine Energiezelle für mich. Dann fehlt wirklich nur noch der Pelikan. Versenkt. Aber erstmal möchte ich die Orbs befreien auf der Plattform. Kann ich den Pelikan abschießen? Okay. So. Das probiere ich aus. Wo ist der Pelikan? Wo ist dieser blöde Pelikan dahin? Ja? Es fiel ins Wasser. Okay. Ich will nicht mehr. Ich, spring erstmal daneben, weil ich es kann. Was war das denn? Hatte der Lurkerhai gerade eine Idee oder was war das? Ist ja nicht nett. So, rüber. Rüber. Orbs einsammeln. Rüber. Orbs einsammeln. Rüber. Also zurück. Was ist das denn? Da ist was. Ah, ein Stein. Oh, da ist irgendwas Mysteriöses. Ein Stein. Ach so. So. Jetzt fehlt nur noch der Pelikan. Komm, Kumpel. Können wir das nicht irgendwie ausdiskutieren? Hm? Bitte. Nee, mit der Mühle wird das nicht. Da brauche ich zu lange. Ich wette, ich brauche dafür blaues Echo. Nein, ich hab sie. Wette verloren, würde ich dazu mal sagen. Ding, 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 ding. Jetzt fehlen nur noch die Orbs da hinten. Die beim Pelikan waren. Dann habe ich, glaube ich, alles, was man hier kriegen kann. Oder? Jo. Oder? Ja. Dann will ich nur noch alle Orbs haben. Aber ob ich das schaffe, ist die andere Frage. Okay. Das waren noch nicht alle. Ehrlich nicht. Das ist ja gemein. Was macht ihr hier? Ferien, ja? Hm. Was fehlen mir denn noch für Orbs? Waren hier welche? Nee. Hier waren keine. Aber hier habe ich mich auch noch nicht komplett umgesehen.
Hier habe ich ja nur die Möwen gejagt. Die mir dann eine Energiezelle verschafft haben. Hier zu schwimmen wäre dumm, wa? Jo. Da wird das Wasser tief, das bedeutet, da kommt der Lurkerhai. Naja. Oi. Erwischt, erwischt. Und erwischt. Mir... Wow, hi. Dass hier am Strand so gefährliche Biester rumrennen, finde ich nicht gut. Muss ich mal jemand drum kümmern. Aber ich würde sagen, die Suche nach den Orbs vervollständigen wir erst in der nächsten Folge. Ovari.